Hallo und willkommen zur Projektkurzvorstellung der DSV E-Learning-Plattform im Rahmen der Trainer in Sport Deutschland Projekte des DOSB. Ich werde einmal in Kürze auf die Hintergründe dieses Projektes eingehen. Und zwar umfasst der DSV insgesamt 5 olympische Sportarten. Darunter befinden sich Individual-, Mannschafts- und auch technisch-kompositorische Sportarten. Dementsprechend ist eine zentrale Herausforderung für den DSV eine zeitgemäße, bedarfsgerechte und flächendeckende Trainerausbildung anzubieten. Der gegenwärtige Stand ist der, dass es derzeit keine digitale Ausbildungsinfrastruktur gibt. Und dieser Sachlage wollen wir mit dem Projekt entgegenwirken. Und zwar sind die Ziele des Projektes, neue Bildungsprozesse zu ermöglichen und effizient zu fördern. Dabei sollen übergreifende Inhalte nutzbar gemacht werden und Synergieeffekte ausgeschöpft werden. Dementsprechend könnten übergreifende Inhalte, beispielsweise im trainingswissenschaftlichen Bereich, durch die verschiedenen Sportarten innerhalb des DSVs genutzt werden, und standardisiert zur Verfügung gestellt werden, aber eben nicht nur zwischen den Sportarten, sondern auch in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden können die Inhalte verfügbar gemacht werden und ebenfalls den Landesverbänden zugänglich gemacht werden. Ein erster Ansatz ist dabei schon hier in der Projektverknüpfung zum Landesschwimmverband Niedersachsen zu sehen. Dementsprechend können von der A-Lizenz aus über die B bis hin zur C-Lizenz Ausbildungsinhalte zentral gespeichert und abrufbar gemacht werden. Dementsprechend ist das übergreifende Ziel, die Aus- und Fortbildungssituation der Trainer innerhalb des DSVs nachhaltig zu verbessern. Und dementsprechend wird insgesamt mit diesem Projekt auf die Leitziele 2, 5 und 8 abgezielt. Als Meilensteine zur Umsetzung dieses Projektes sollen im ersten Schritt durch einen Kooperationspartner auf der Lernplattform Moodle eine entsprechende inhaltliche und strukturelle Ausgestaltung einer DSV-Lernplattform vollzogen werden. Diese Lernplattform soll in einem nächsten Schritt mit Lehr- und Lernmodulen ausgestaltet werden, in dem Lehrmaterial auf virtueller Basis produziert wird. Das bedeutet, dass wir Lehrvideos drehen in kürzerer Form, also es sollen 5- bis 10-minütige Videos sein von Experten, den Bundestrainern, Bundesnachwuchstrainern zu speziellen Themenbereichen, die die Teilnehmer der Ausbildungslehrgänge dann als Intro zu sehen bekommen. Daran anschließend gibt es vertonte Folien, Lernskripte und weitere Lernmaterialien. In einer ersten Version sollen die Inhalte erstmal im Bereich der Trainingswissenschaft realisiert werden und die weiteren Schritte wären dann das Hinzufügen von weiteren Modulen. Anschließend daran sollen die entsprechenden Anspruchsgruppen innerhalb des DSVs geschult werden. Bedeutet, dass die Referenten eine Schulung erhalten, wie sie mit der Lernplattform umgehen können. Der Blended Learning-Ansatz soll hierbei auch zur Sprache kommen, um eine gewisse digitale Infrastruktur letztendlich auch realisieren zu können. Als abschließendes Element dieses Projektes steht dann noch die Evaluation der Lernplattform aus. Mittels Befragung wollen wir die Teilnehmer, aber auch die Referenten befragen, inwiefern der Umgang mit der Lernplattform bewertet wird und dahingehend die Lernplattform stetig anzupassen und die Inhalte so zur Verfügung zu stellen, dass sie auch zukünftig nutzbar gemacht werden können. Und das war die Kurzvorstellung des Projektes. Vielen Dank fürs Zuhören.